Ahoi, du wunderschöner Mensch da draußen vor dem Bildschirm. Ich freue mich auch heute wieder riesig, dass du eingeschaltet hast. Im vergangenen Video hatte ich dir 10 gute Gründe geliefert, warum ich glaube, dass die spezielle Kohlenhydratdiät SCD deinem Reizdarm helfen wird. Und weil es sich dabei aber eher um indirekte Evidenz handelte, möchte ich dir im heutigen Video gern beweisen, dass es sich dabei nicht nur um graue Theorie handelt, sondern dass es tatsächlich möglich ist, mit Hilfe der speziellen Kohlenhydratdiät ein schweres Reizdarmsyndrom innerhalb nur weniger Wochen vollständig zu heilen. Und ich weiß, dass das manchmal nach sehr breiten Statements in den letzten Wochen und Monaten hier bei mir auf dem Kanal klingt, aber das ist eben tatsächlich das, was die wissenschaftliche Evidenz hergibt. Und wenn dem so ist, warum soll man dann irgendwie tief stapeln oder untertreiben? Das ist das, was in den Studien erreicht wurde. Und auch im letzten Video hatte ich dir wieder Beispiele angeführt, mit Kostformen, die der SCD sehr ähneln, wie etwa die stärkefreie und sucrosefreie Diät. Hier war es möglich, von über 100 zufällig ausgewählten Reizdarmpatienten tatsächlich über ein Drittel innerhalb von 4 Wochen in eine Remission oder vollständige Beschwerdefreiheit zu führen. Sie erfüllten danach nicht mehr die Rom-Kriterien zur Diagnose des Reizdarmsyndroms. Es ist also absolut legitim, von einer Heilung zu sprechen. Und auch heute möchte ich dir eine wissenschaftlich dokumentierte Erfolgsgeschichte mit der speziellen Kohlenhydratdiät präsentieren, wo das Gleiche eigentlich geschafft wurde, eine Heilung eines schweren Reizdarmsyndroms innerhalb von 28 Tagen. Ob man es glauben möchte oder nicht, das Ganze ist wissenschaftlich belegt und festgehalten. Gemacht haben das 2 Wissenschaftler von der Austin State University in Texas und die betreuten eine Patientin, die von einem Gastroenterologen an sie weiterempfohlen wurde. Diese Patientin litt unter einem schweren Reizdarmsyndrom und zuvor hatte der Diagnose bereits nach den Rom-3-Kriterien die Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt und auch verschiedene Alternativerkrankungen ausgeschlossen, etwa die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und auch eine Zöliakie. Die Patientin litt unter einem schwer ausgeprägten Reizdarmsyndrom, welches hauptsächlich durch Durchfälle, Blähungen und Bauchschmerzen geprägt war. Und diese täglichen Durchfälle hatten dazu geführt, dass sie ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten entwickelt hatte. Sie verließ nicht mehr gern ihren Safe Space, also ihr Haus und ihren Garten. Sie konnte nicht mehr reisen. Sie konnte sich nicht mit Freunden oder Kollegen oder Bekannten irgendwo zum Essen verabreden. Sie war nicht mehr fähig, die Kirche zu besuchen. Und ja, dass ihr Leben konzentrierte sich letztendlich auf ihr direktes Umfeld in und um ihr Haus. Und das ist natürlich ganz typisch für viele Reizdarmpatienten. Eine ihrer Hauptbeschwerden war vor allen Dingen auch der drängende imperative Stuhldrang, also die Dringlichkeit. Gut verständlich, ich kann davon ebenfalls ein Liedchen singen. Wer geht schon gern dann irgendwie zum Einkaufen oder zum Wandern ins Gebirge oder eben auch in ein Restaurant mit guten Freunden, wenn er weiß, es könnte dort innerhalb von Minuten dazu kommen, dass man ja flitzen muss, letztendlich auf die Toilette muss. Es gibt natürlich auch nicht überall Toiletten und es gibt auch Situationen, muss man ganz ehrlich sein, da will man auch keine Toilette besuchen, nicht nur von der Hygiene der Örtlichkeit, sondern einfach auch, es gibt Toiletten, die sind so nah dann irgendwie an den Räumlichkeiten und wenn man Durchfall hat und das Ganze vielleicht auch noch Gerüche und Geräusche erzeugt, ich umschreibe es mal so ein bisschen vorsichtig, ist das eben das Allerletzte, was man möchte. Und diese Patientin hatte schon sehr, sehr viel versucht, um ihre Reizdarmbeschwerden in den Griff zu bekommen, aber es hatte nicht wirklich etwas funktioniert. Ihre Lebensqualität, ihre berichtete, war sehr, sehr niedrig infolgedessen. Und es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass sie eben auch unter psychischen Beschwerden da natürlich litt, eben so in die Richtung depressive Verstimmung. Ihr IBS Symptom Severity Score, also der Schweregrad, lag bei 315, also ein deutlich ausgeprägtes Reizdarmsyndrom mit massiven Beschwerden. Und diese Betroffene wurde eben an die beiden Forscher
vermittelt. Und diese Forscher hatten sich bereits intensiv mit verschiedenen Ernährungsinterventionen bei chronischen Darmerkrankungen auseinandergesetzt. Sie beschreiben in ihrem Paper unter anderem die Auswirkungen der FODMAP-Reduktion von auch der stärkearmen und stärkefreien Kost, aber auch der speziellen Kohlenhydratdiät. Und sie verabreichten erstmal zahlreiche Tests, dass man erstmal schauen konnte, vor allen Dingen viele Fragebogen, wie stark sind die Symptome ausgeprägt, welche Symptome sind denn vorhanden. Und da sieht man so eine gewisse Kategorisierung. Es gibt 11 Beschwerden, die für die Patientin eine Rolle spielten, die ausgeprägt waren. Dinge wie zum Beispiel Übelkeit und so weiter, das konnte man ausklammern, weil das für diese Patientin eben nicht relevant war. Und wenn du dir jetzt die Grafik anschaust, dann siehst du schon, es ist eben die Dringlichkeit, die Bowel Urgency. Auf der anderen Seite haben wir auch sowas wie vor allen Dingen Fatigue, also die Erschöpfung, das ist wichtig, aber auch die Stuhlfrequenz, Stuhlkonsistenz und natürlich auch die Blähung. Und dann hat man geschaut über einen Zeitraum von 6 Monaten, was mit dieser Patientin passiert, wenn sie sich eben an die spezielle Kohlenhydratdiät hält. Die SCD wurde hier in einem Phasenprotokoll durchgeführt und das ist etwas, was ich hier ebenfalls, habe ich schon Videos darüber gemacht, immer wieder propagiere. Viele machen den Fehler, dass sie sich die, und da gibt's, es gibt eine Studie, muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht ins Schimpfen komme, es gibt eine Studie, die vergleicht tatsächlich die SCD mit der FODMAP-Diät für das Reizdarmsyndrom und die wurde so schlecht designt wirklich und das ist einer der größten Fehler, den man machen kann, dass man sich einfach die Lebensmittellisten der Volldiät, also der SCD-Volldiät nimmt und diese gleich vollständig anwendet. Dann ist es mir möglich, eine Diät zu gestalten, die absolut eine absolute Fruktosebombe ist, die Hülsenfrüchte beinhaltet, was natürlich eine FODMAP-Bombe ist, egal ob das nun dort die Fructane sind oder die Galacto-Oligosaccharide oder eben die Fructose und so weiter. Also ich kann das absolut unverträglich für einen Darmpatienten machen. Und deswegen ist hier Vorsicht geboten und man sollte sich an diese Phasen halten. Ich hatte es versprochen, ich werde auf jeden Fall so eine PDF-Version erstellen, dass ihr euch das Ganze ausdrucken könnt, um wirklich Schritt für Schritt vorzugehen. Und man muss da sich ein bisschen Arbeit machen. Das kann man Elaine jetzt vorwerfen, dass sie im Buch Breaking the Vicious Cycle im deutschen Diät bei Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa nicht genauer auf diese Phasen eingegangen ist. Man muss sich das ein bisschen mühsam zusammensuchen in ihren Lebensmittellisten, die sie angeboten hat. Ist das aber auch immer vermerkt, dass man bestimmte Sachen wie Kohl und so weiter erst später einführen sollte, Eier erst, wenn Durchfall verschwunden ist und so. Da gibt es diese ganzen Kommentare dazu. Da hätte man sich wirklich nochmal die Mühe machen sollten, das Ganze in ein Phasenkonzept zu packen, wie wir es zum Beispiel bei der GAPS-Diät vorfinden. Hier hat man das auf jeden Fall so gemacht und man ist diese einzelnen Schritte gegangen von der Intro-Diät, dann auch wirklich erstmal von weichen, teilweise gekochten und pürierten Lebensmitteln immer weiter, bis dann auch Rohkost und so weiter in diese tägliche Ernährung einfloss. Und was man beobachten konnte, das war ganz interessant, war erstmal, da gibt es einen sehr schönen Graphen dazu, dass in den ersten Tagen und Wochen, muss man sagen, vor allen Dingen in den ersten 14 Tagen, es dazu kam, dass es Symptomverschlechterungen gab. Und das ist ganz, ganz typisch für die spezielle Kohlenhydratdiät, wird im Rahmen der SCD immer gern als Die-Off-Phänomen beschrieben, also die Herxheimer-Reaktion. Hypothese dahinter ist, dass es eben durch das Aushungern potenziell pathogener Darmbakterien, vor allen Dingen der gramnegativen Bakterien wie Klebsiellen oder Escherichia coli, verschiedener Clostridien, dazu kommt, dass diese Bakterien absterben und in der Zellmembran dieser gramnegativen Bakterien sitzen Endotoxine, welche beim Absterben freigesetzt werden. Diese Endotoxine können unter anderem entzündliche Prozesse auslösen, können deine Darmbarriere durchlässiger machen und auch die Darmbarriere durchdringen. Haben wir im letzten Video ausführlich drüber gesprochen. Und das kann eben die Symptome verursachen, unter anderem neben den gastrointestinalen, auch systemische, dass einem schwindlig wird und so weiter. Es greifen hier aber mehrere Phänomene ineinander. Das ist eine Erklärung. Es gibt aber auch Geschichten wie die man sagt so die Keto-Grippe, Keto-Flu,
Das bedeutet, das ist letztendlich die Adaptation an den Fettstoffwechsel, weil die spezielle Kohlenhydratdiät eben oft Kohlenhydrat reduziert ist oder auch kohlenhydratarm, muss der Körper sich erst daran gewöhnen, eben auf den schnell verfügbaren Zucker zu verzichten und nun Ketonkörper zu produzieren, um eben Energieträger zu haben. Das greift dort alles so ein bisschen ineinander. Und was sehr häufig passiert, ist, dass diese symptomatischen Verschlimmerungen sich mit Tagen abwechseln, wo es mal wieder ein bisschen besser geht. Aber viele berichten, gerade die ersten Tage und Wochen geht es mir deutlich schlechter mit der speziellen Kohlenhydratdiät als vorher. Und hier ist es ganz besonders wichtig, am Ball zu bleiben und durchzuziehen. Das ist wirklich ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Und am Ende dieses Tunnels erwartet dich dann auch ein helles Licht. Unsere Probandin hier, die war ebenfalls darauf vorbereitet worden durch die beiden Betreuer, durch die Ärzte und hat hier durchgezogen. Und dann sieht man schon, ab dem 14. Tag, also ab der zweiten Woche, gab es zwar immer noch diese symptomatischen Verschlimmerungen an manchen Tagen, aber das Ganze fand um ein viel höheres Gesamtniveau statt. Also die Symptome waren schon deutlich besser geworden, obwohl es immer wieder Tage gab, wo eben Durchfälle wieder auftraten oder auch mal Bauchschmerzen. Aber insgesamt sehen wir hier schon eine deutliche Verbesserung. Und dann, das ist spannend, ab dem 28. Tag haben wir tatsächlich eine Stabilisierung und Normalisierung dieser Beschwerden. Und das ist relativ ungewöhnlich, dass das so schnell geht. Aber ich hatte es im letzten Video auch schon erwähnt, verschiedene Alternativerkrankungen können eben genau diesen Effekt erzielen. Wenn wir zum Beispiel einen Hypomorphismus des SI-Gens haben, dann ist das ganz klassisch. Innerhalb von 4 Wochen können sich diese Patienten mit einer stärkefreien Kost eben von ihren Reizdarmbeschwerden befreien. Und das betrifft eben sehr viele Patienten mit dem Reizdarmsyndrom. Ganz ähnliche Effekte gab es in einer Studie mit einer kohlenhydratarmen Kost. Hier konnte man ebenfalls Reizdarmpatienten mit dem Hauptsymptom Durchfall innerhalb von nur 6 Wochen dazu bringen, dass sie eine normale Stuhlfrequenz einmal am Tag hatten und ihre Stuhlkonsistenz von Durchfall auf normal geformt sich änderte. Also das ist durchaus im Rahmen des Möglichen, wurde auch wissenschaftlich schon gut dokumentiert. Spannend ist allerdings, dass neben diesen gastrointestinalen Symptomen, welche sich sehr stark verbesserten, sich auch die Abgeschlagenheit und Erschöpfung der Patientin optimierte. Das heißt, sie konnte eben viel mehr tun, war körperlich leistungsfähiger und es verloren sich auch ihre Ängste hinsichtlich des Vermeidungsverhaltens. Sie konnte ihr Leben wieder leben, konnte in die Kirche gehen. Und ihr Symptom Severity Score, also ihr Schweregrad-Score, der reduzierte sich um unbeschreibliche 300 Punkte. Das bedeutet von 315 schwer ausgeprägtes Reizdarmsyndrom auf 15. Das ist überhaupt kein Reizdarm mehr. Alles unter 75 Punkten wird nicht mehr als Reizdarm klassifiziert oder diagnostiziert. Absolut unbeschreiblich. Die stärksten Verbesserungen gab es bei der Bowel Urgency, also bei der Dringlichkeit, dem imperativen Stuhldrang, bei den Blähungen, das ist auch etwas ganz Typisches bei der SCD, bei der Fatigue eben, also bei der Erschöpfung und auch bei der Stuhlfrequenz und Stuhlkonsistenz. Absolut unbeschreibliches Ergebnis von einem schwer ausgeprägten Reizdarmsyndrom innerhalb von 28 Tagen zur Beschwerdefreiheit, beziehungsweise dass es nicht mehr möglich war, diese Patientin als Reizdarmpatientin zu diagnostizieren. Und damit aber noch nicht genug. Die Lebensqualität stieg natürlich parallel dazu. Bevor ich noch ein anderes wichtiges Ergebnis jetzt noch nenne, was noch wichtig ist, hier in dem Graph wurden nur die ersten Tage rausgegriffen, um das zu zeigen. Denn diese Normalisierung der Symptome und Beschwerden, die ging eben wirklich ab dem 28. Tag los, stabilisierte sich auf diesem hohen Niveau und schritt dann aber tatsächlich sofort über den gesamten Interventionszeitraum. Also die Patientin konnte über die gesamten 6 Monate diesen stark verbesserten Wert halten, was dagegen spricht, dass es sich hier um einen starken Placebo-Effekt handelt oder um ähnliche Dinge. Ganz, ganz großartig. Und die Patientin, der war es auch möglich, tatsächlich immer mehr Lebensmittel einzuführen, unter anderem auch FODMAP-reiche, wie zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl und später auch Hülsenfrüchte. Also die Darmgesundheit verbesserte sich
und die Verträglichkeit gegenüber verschiedenen Nahrungsmitteln nahm immer weiter zu. Es gab ein paar kleine Rückschläge zwischendrin, am Anfang vor allen Dingen, die sich auf das Abweichen von den SCD-Regeln zurückführen ließen. Zum Beispiel gab es einen Unfall mit Popcorn, der sich dann sofort eben auch mit Durchfall und Bauchschmerzen bemerkbar machte. Reizdarmsyndrom geheilt innerhalb von 28 Tagen. Was will man mehr? Es geht tatsächlich noch mehr, denn diese Patientin war auch Diabetikerin. Und ein Nebeneffekt war, ein unerwünschter, muss man sagen, die Patientin zählte weder Kalorien noch hatte sie sich vorgenommen, durch die Diät abzunehmen. Allerdings verlor sie innerhalb von nur 3 Monaten 11 Pfund und also reduzierte ihr Körpergewicht deutlich. Und das führte im Zusammenspiel mit dieser kohlenhydratreduzierten Kost letztendlich dazu, dass sie ihre Medikation, nämlich Insulinspritzen, deutlich reduzieren konnte. Also sie verbesserte ihre metabolische Flexibilität und Leistungsfähigkeit und brachte ihren Diabetes damit schon in die richtige Richtung, um vielleicht dieses Phänomen irgendwann ganz aus der Welt zu schaffen, was durchaus möglich ist. Zeigen viele Studien, Diabetes mellitus vom Typ 2 kann tatsächlich durch Ernährungsintervention vollständig rückgängig gemacht werden. Das war alles mit der SCD eben hier geschehen, innerhalb von nur 6 Monaten, beziehungsweise innerhalb von nur 28 Tagen. Und ich hoffe, dieses Beispiel kann dich nur dazu ermutigen, der SCD einen Versuch zu geben. Schau dir die verschiedenen Artikel auf meinem Blog an. Hol dir vielleicht einige interessante Bücher, wo du dir Rezepte und so weiter besorgen kannst. Es gibt auch andere Blogs natürlich noch im Internet, der scdblog.de und viele weitere Ressourcen. Ansonsten natürlich schau dich unbedingt auch unter der Originalliteratur um, also sei es jetzt nun Breaking the Vicious Cycle, aber auch bei den verschiedenen Studien und Untersuchungen von Professor David Suskind und anderen. Die SCD kann eine Darmerkrankung absolut umkrempeln und dir ein ganz normales Leben ermöglichen. Ich drücke dir beide Daumen dafür, dass es dir ganz ähnlich geht wie der Probandin eben hier in dieser Fallstudie und dass du dein Leben bald zurückerobern kannst. Das soll es für heute gewesen sein. Das nächste Video, verspreche ich euch jetzt, da kommen schon immer tausende Nachfragen, wird zur Diagnostik der Dünndarmdysbiose veraltete Dünndarmfehlbesiedlung sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und natürlich maximale Erfolge. Euer Thomas.